Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Depot-Update. Ja, heute gibt es mal ein Depot-Update von meinem Scalable Capital Depot und wir schauen uns da mal den Februar an, aber auch die Gesamtübersicht, wie es hier so im Depot läuft. Die Sparpläne wurden gestern oder vorgestern ausgeführt, ich weiß gerade nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall die 900 Euro hier geknackt. Ich stehe hier gerade bei 906 Euro und 4 Cent. Schwankt natürlich so ein bisschen hin und her, weil die Börsen aktuell ja geöffnet haben. Und ja, vorab sei natürlich wie in jedem Video gesagt, das ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Alles, was ich sage, ist meine persönliche Meinung. Und falls ihr in eine Aktie investieren möchtet, dann informiert euch bitte immer selbst und investiert nur das Geld, was ihr wirklich zur Verfügung habt und nicht gerade für Lebensmittel, Miete oder Sonstiges benötigt. Ihr könnt mich auch gerne unterstützen, indem ihr euch ein Depot zulegt und euch über einen Link in der Infobox anmeldet. Wie gesagt, damit würdet ihr mich sehr unterstützen. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal hier mein Depot an. Ich habe hier drei ETFs, die ich bespare. Der erste hier im Depot, der MSCI Emerging Markets. Den bespare ich monatlich mit 35 Euro. Und wir gucken uns hier mal an. Ich habe 10 gehaltene Anteile, jetzt ziemlich genau. Seit Kauf bin ich hier minus 3,55% im Minus und das entspricht 11,18 Euro. Wir schauen uns mal die Jahresübersicht hier an. Im Jahr 3,6% im Minus, die letzten 6 Monate 3,98%. Dann hier der letzte Monat 4,3%. Ist vor allen Dingen hier natürlich aufgrund der Russland-Ukraine-Situation nach unten gegangen am 24. Februar. Also man sieht sie ganz deutlich. Und ja, die letzte Woche lief auch oder läuft immer noch nicht so gut. Minus 1,36%, heute ein kleines Plus bisher. Ja, so viel dazu. Minus 3,55% ist okay. Ich möchte das Ganze ja, wie gesagt, langfristig besparen. Und da macht das jetzt eigentlich nicht so viel aus, ist natürlich trotzdem immer sehr spannend zu sehen. Der zweite ETF hier, der Robotics, auch hier 35 Euro und mit dem bin ich am größten quasi im Minus, 8,8% oder 27,72 Euro. Habe hier 9,2 gehaltene Anteile und ja, das letzte Jahr jetzt auch im Minus, es lief ja relativ lange relativ gut. Also man sieht hier, es ist ordentlich gestiegen bis November. Dann ging es eigentlich seitdem ja bergab. Die letzten Monate ein Minus von 12,19%. Der letzte Monat hier auch 2,28% im Minus. Wir sehen es ja auch, der 24. hat natürlich ordentlich reingehauen. Die letzte Woche dafür ganz gut. Also hier 7,33% im Plus. 2,12 Euro entspricht das. Und heute bislang ein kleines Minus. 0,14%. Ja, dann der MSCI World. Ich denke mal, den haben viele von euch. Hier habe ich 3,88 gehaltene Anteile. Bin seit dem Kauf auch jetzt hier 0,16% im Minus. Entspricht 51 Cent. Das letzte Jahr immer noch im Plus mit 18%. Die letzten 6 Monate auch hier ein kleines Plus von 0,89. Der letzte Monat lief auch hier nicht sonderlich gut, 3% hier, dafür die letzte Woche mit 4% wieder ganz ordentlich und heute ein kleines Plus, beziehungsweise Plus minus 0, macht jetzt natürlich nicht so viel aus. Aber gucken wir uns erstmal an, wie das bei mir so läuft. Also ihr seht, ich bespare das Ganze hier, oder ich habe dieses Depot seit Juli, genau, da hatte ich die erste Einzahlung und seit einem Jahr 39,48 Euro im Minus, die letzten 6 Monate 45,56 Euro im Minus, die letzten 3 Monate 46,94 Euro. Der letzte Monat dann halt auch extrem mit 26,92 Euro und wir sehen auch hier nochmal relativ gut den 24. Februar 73,50 Euro im Minus gewesen, das heftigste Minus überhaupt hier bisher. Die letzte Woche dafür umso besser, 24,25 Euro, dann nach oben geklettert wieder und heute ein kleines Minus, aber grundsätzlich bin ich hier circa 40 Euro so ungefähr im Minus.
Ist natürlich nicht schön, aber wie gesagt, ich möchte das Ganze langfristig besparen. Deswegen mache ich mir jetzt hier nicht so die großen Sorgen. Ich hatte auch irgendwann mal überlegt, dass ich hier mehr Geld reinpacke, also das monatlich höher bespare oder höher gewichte den MSCI World. Muss ich mir aber alles nochmal überlegen. Und ja, so viel zu diesem Depot hier. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Ich würde mich auch extrem freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Video. Bis dann.